Also das wird aber eigentlich Ihnen zugeschrieben, der Begriff Wandel durch Annäherung. Denn um es plump auszudrücken, Sie hatten den anderen deutschen Staat da auf der anderen Seite, hatten den aber längst noch nicht anerkannt. Sie hatten die Sowjetunion dahinter, Sie hatten die ganze Zeit in der Bundesrepublik Kriegsangst, um Gottes Willen, wann kommt der Russe das nächste Mal? Und Sie haben sich dann überlegt, wenn wir da drüben jetzt diesen anderen Staat haben und daran erstmal nichts ändern können, müssen wir halt irgendwie versuchen, dass es ein bisschen aufweicht, dass wir zumindest die Leute im anderen Teil Deutschlands, dass die Menschen sich untereinander besuchen können, dass die Leute sich sehen können. Also Wandel durch Annäherung war meine Formel, die ich dafür gefunden habe, als Redebeitrag zu einer Rede, die der Brandt gemacht hat, um seine neue Konzeption zu entwickeln. Diese Rede ist auch heute noch fabelhaft nachzulesen. Und das ist aber ein Punkt gewesen, der im Grunde ja noch kein Konzept war. Das war die Psychologie des Hinwendens. Wenn ich von Osten etwas will, muss ich mich ihm zuwenden und nicht den Rücken zudrehen. Ausgearbeitet worden ist daraus ein Konzept erst im Planungsstab des Auswärtigen Amtes bis zu dem Punkt, dass keine einzige Frage in den Verhandlungen mit Moskau später aufgeworfen worden ist, die wir nicht vorher im Planungsstab durchgearbeitet hatten. Das war eine tolle Angelegenheit.